Hey Freunde, willkommen zu diesem Sponsor-Unboxing. Ich betone extra Sponsoring. Röder Feuerwerk war so nett und hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich denn ein Sponsorpaket haben möchte. Für die Leute, die mich schon länger kennen, wissen ganz genau, dass ich nicht derjenige bin, der die Shops anschreibt. Das finde ich irgendwie nicht korrekt. Ich bin derjenige, der wartet. Okay, wenn ein Shop Interesse an mir hat und an meine Videos, schreiben sie mich dann schon irgendwann an. Das hat Röder getan. Danke dafür und natürlich auch danke für die Sponsorbestellung. Den Link für Röder findet ihr unten in meiner Beschreibung, den habe ich schon etwas länger. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch kleine Bestellungen machen möchtet, könnt ihr gerne meinen Link benutzen. Ihr würdet mich damit unterstützen. Ihr müsst nicht, ihr könnt. Das sage ich extra nochmal dazu. Und dann will ich nicht lang schnacken. Wir haben zwei Pakete und die zeige ich euch gleich. Und dann fangen wir gleich an mit dem Unboxing. So, das erste Paket, wie ihr sehen könnt, ist ein Verbundfeuerwerk von Röder. Und zwar handelt es sich hier um die Alpha Centauri. Die werde ich natürlich einzeln für euch abfilmen, denn das Sponsoring von Röder gibt mir jetzt die Möglichkeit, auch mal ein großes Verbundfeuerwerk einzeln abzufilmen. Da ich ganz ehrlich bin, für ein Einzelvideo würde sich das nicht lohnen bei mir. Und so kann man mal sagen, okay, ihr seht mal diesen Verbund als Einzelvideo und natürlich live an Silvester, versteht sich. Die Batterie ist noch im Stahlkäfig. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, ist noch im Stahlkäfig. Lassen wir jetzt auch erstmal drin, denn die Pakete werden natürlich auch wieder weggebracht. Also die bleiben jetzt nicht bei mir, die bringen wir weg in Lager. Und das war dann schon mal das erste Paket. Fettes Danke dafür. Und dann haben wir noch das zweite Paket, ein etwas kleineres Paket. Ich habe noch nicht reingeschaut. Schauen wir mal gemeinsam rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Vulkan-Trio von Röder. Ich glaube, das war, ja, das ist von Röder. Kenne ich so noch nicht, werden wir testen. Vielen Dank, das ist auch. Tja, Freunde, die Kamera hat sich gedacht, okay, ich nehme einfach nicht mehr auf. Ich saß gerade am Rechner und habe mitbekommen, tja, die Kamera hat genau an diesem Moment abgebrochen. Deswegen, ich habe natürlich das Paket jetzt schon ausgepackt, aber wir müssen es jetzt nochmal neu auspacken. Ja, schönen Scheiß, aber. So, also wir fangen jetzt endlich an mit den Unboxing. So, ihr habt schon mal einen schönen kleinen Sneak Peek, was hier Schönes drin ist. So, als erstes fällt uns jetzt entgegen der Dämonenfeuer-Vulkan von Röder. Hat eine NEM von 200 Gramm, ist natürlich ein F2-Artikel. Werden wir testen. Ja, so ist er. Dann haben wir noch eine Sprötzelbox von Röder Feuerwerk. Hier haben wir eine NEM von 190 Gramm. Für die Leute, die es halt interessiert. Ne? Ich denke mal, die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht so optimal, aber shit happens. Wir haben im Paket eine Fischröpser-Batterie. Die fand ich auf dem Video extrem geil. Muss mal kurz schauen wegen einer NEM. Wir haben hier 150 Gramm NEM. Ja. Also darauf freue ich mich schon mal sehr, mit Ihnen live zu sehen. Wir haben hier an der Seite noch diese riesengroßen römischen Lichterverbünde. Hier haben wir jetzt das Irrlicht. Irrlichtglitzer sogar. Ja, Glitter. Habe ich noch nie gezündet von Röder. Freue ich mich auf jeden Fall mal kennenzulernen, die Teile. Wir haben auch noch ein zweites. Wir haben hier noch römisches Licht. Engelshaar haben wir hier. Also das Engelshaar steht drauf, römisches Licht mit Titanstern, Titan-Goldstern. Und wir haben eine NEM von über 300 Gramm. Und das andere hat 272 Gramm. Ja, preislich weiß ich jetzt nicht, weil wie gesagt, ich habe mich mit den Röhlis noch nicht so beschäftigt von Röder. So, wir haben hier ganz unten noch, das war als erstes oben drin, vielen Dank für Ihren Einkauf, das Vulkan-Trio von Röder Feuerwerk.
Es sind drei kleine Vulkane. Jeder Vulkan hat 10 Gramm NEM, sprich es ist ein F2-Artikel. Ich denke mal, das bekommt jeder von euch zur Bestellung gratis dazu, wenn ihr bei Röder bestellt habt. Kenne ich auch noch nicht, werden wir einfach mal zünden und testen. Wir haben hier noch eine schöne, große und schwere vor allen Dingen Neuheit von Röder, und zwar die Engelskotze. Was haben wir da? Weißblink war es, genau. Da unten habt ihr mal noch die Daten. 25 Schuss, 30 mm Kaliber, 25 Sekunden Brenndauer und 450 Gramm NEM. Ich finde ja das Design von oben so toll. Ja, dieser schöne Drache. Hier habt ihr nochmal alle Angaben für euch, falls die wichtig sind für euch. Wie gesagt, preislich habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ich muss gerade überlegen, war auf dem Video die Alpha Centauri drauf? Ja, die habe ich als erstes vorgestellt. Ja, ich habe nichts gesagt. Ich weiß auch gar nicht, warum die Kamera abgebrochen hat. Die läuft gerade noch. Wir haben hier wunderbar Chaos gemieden. Ich habe damals schon gesagt, Blackbox Fireworks hat Chaos-Kometen in F4, aber keiner hat sie in F2, und Röder war jetzt der Erste, der sie in F2 wieder zugelassen hat oder neu aufgelebt hat. Hier habt ihr wieder die Daten: 49 Schuss, 20 mm, 25 Sekunden Brenndauer und 466 Gramm NEM. Für euch mal hier noch die wichtigen Daten dafür. Ja, auf die freue ich mich ganz besonders, um sie mal zu testen. Deswegen nochmal herzlichen Dank an Röder für das Sponsoring. Ich vor allen Dingen als kleiner YouTuber. Ich freue mich sehr. Gerade jetzt in der Zeit. Und ein Riesenklopper, das war vorhin, glaube ich, eine Rauchkometenbatterie in Blau. Ich habe vorhin schon mal geguckt nach dem Hersteller, aber irgendwie habe ich da nichts gefunden. Da steht zwar Hersteller, industriell, bla 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 bla, Liunyang, Huan China. Produktionsjahr und Einführer ist Röder Feuerwerk. Also denke ich doch eigentlich mal, dass das von Röder ist. Ja, wie gesagt, ist ein T1-Artikel, ein T1 Rauchkometenbatterieartikel. Und da freue ich mich schon sehr, das mal zu zünden. Hat auf jeden Fall fettes Kaliber, ich glaube 30 mm. Steht jetzt hier so nicht drauf, doch, nee. Nee, steht nicht drauf, aber 30 mm, das ist ein fetter Klopper. Den testen wir auf jeden Fall am Tag, an Silvester. Vielleicht sogar schon eher, mal schauen. Ja, Freunde. So, bleibt stehen. Ja, das war's dann auch von diesem Sponsorpaket. Wie gesagt, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Röder bedanken. Generell bei dem Social Media, die Social Media Gruppe, die das macht für Röder. Das wäre CK Fireworks. Ich glaube, nennen sie noch zwei andere dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass CK mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob Röder mir nicht ein Sponsorpaket zuschicken kann. Und das finde ich sehr nett von euch. Und wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, wir YouTuber sollten die Shops nicht auf den Sack gehen, sozusagen. Wir sollten halt diejenigen sein, die angeschrieben haben, wenn der Shop uns für gut genug hält. So, Freunde, ich hoffe, dieses komische Unboxing hat euch jetzt noch gefallen. Wie gesagt, der Link für Röder ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr noch schnell was sucht, Kinderfeuerwerk oder normales Feuerwerk, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Link benutzt. Ihr müsst nicht, ihr könnt. Und ansonsten findet ihr auch alles andere weiter unten in der Infobox. Also, wir sehen uns dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde.